Ja, also ich heiße Stefan Kimmerle, ich lebe in Seattle jetzt seit 2013, meine 8 Jahre, und bin hier aktiv in der DSA, Democratic Socialists of America, und eben dem Reform and Revolution Caucus. Bin auch mit in Deutschland mit der Gruppe Lernen im Kampf aktiv und bin da auch in der Redaktion von dem Magazin. Ich wollte mal ein bisschen romantisch anfangen. Das Meme, das hier gerade eben über Internet am weitesten verbreitet wurde, über die letzten Tage, politisch seit der Amtseinführung von Joe Biden, das war eine Serie von Memes, wo dann Bernie Sanders in unterschiedlichsten Konstellationen in andere Bilder reinretuschiert wurde. Wie er da bei der Amtseinführung von Joe Biden etwas einsam auf der Tribüne sitzt. Alle anderen sind schick rausgemacht, haben ihre schicksten Kleider an. Bernie Sanders hat so einen etwas abgewetzten Mantel und so selbstgestrickte Handschuhe an. Und diese Handschuhe sind eigentlich so jetzt, die sind total weit verbreitet jetzt über das Internet. Und da gibt es jetzt auch einen Artikel zum Beispiel von der Autorin und Buchautorin Naomi Klein über diese Handschuhe, die 5 Bedeutungen dieser Handschuhe. Und es ist halt so, ich glaube, ich wirft ein Licht auf viele Hoffnungen, eher von linken Leuten, aber jetzt viele auch von meinen US-amerikanischen Freunden bestätigen, wie weit diese Memes dann auf Facebook und sonst so verbreitet sind, bis hin zu republikanisch angehauchten Familienangehörigen, wo halt unheimlich viel so Projektion rein in diese Bedeutung der Handschuhe gelegt wird. Also so alle alltägliche, normalo, selbstgestrickte Handschuhe eines etwas älteren Herrn, der da einsam sitzt, während das Establishment da so eine schicke Amtseinführung feiert. Naomi Klein, also wie gesagt, philosophiert da über 5 verschiedene Bedeutungen. Ich glaube, das ist zumindest ein bisschen was zusammenfasst, dass da eine Schicht von Leuten ist, die relativ groß ist, Millionen, die jetzt eigentlich immer noch ein bisschen nostalgisch dem hinterhertrauen, dass Bernie Sanders nicht der Kandidat wurde, der Demokraten, die sich nicht repräsentiert fühlt, wo es auch bei den Leuten, wo es enorme Erleichterung gibt, dass Trump weg ist, jetzt eigentlich begrenzte Hoffnungen gibt darauf, was da jetzt Biden bringen wird und was da jetzt kommen mag. Und dass die Hoffnungen eigentlich in eine andere Richtung sind, verkörpert mit so etwas altertümlichen Handschuhen. Das führt auch, glaube ich, ein bisschen aus, wie schnell die politische Debatte weitergeht nach dem ganzen Putsch vom 6. Januar, nach den Unruhen vom 6. Januar, welchen Begriff auch immer man dafür verwenden will. Das ist eine Debatte, die natürlich trotzdem immer mit Bedeutung hat. Das Impeachment-Verfahren, das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump natürlich findet viel Medienbeachtung, tägliche Debatten drüber und so weiter. Aber eigentlich ist der Fokus von vielen Leuten jetzt eher so, okay, was kommt jetzt? Also Covid-Krise, Covid-19 komplett außer Kontrolle hier in den USA. Die einzige Hoffnung, dass die Impfungen schnell stattfinden und völlig unzureichende Einschränkungen, enorme Todeszahlen. Die USA, das Land zumindest mit den offiziell höchsten Todeszahlen der Welt. Die Hoffnung, dass da jetzt ökonomisch Hilfen kommen. Joe Biden verspricht da jetzt ein Paket von insgesamt 1,9 Milliarden Dollar. Das beinhaltet Bar. Nicht Bar, aber Cash, direkt Cash für alle Menschen von nochmal 1400 pro Person. Also ich lebe mit meiner Frau, 2 Kindern, wir würden dann viermal 1400 Dollar bekommen, 5200 Dollar, um über die Runden zu kommen. Finde ich klasse, wenn es kommt. Es geht darum, um Arbeitslosenhilfen. Also schon im letzten Jahr, über Monate hinweg, wurde das Arbeitslosengeld mit 600 Dollar pro Woche aufgestockt. Also 2.400 Dollar im Monat aufgestockt, obendrauf, was man an Arbeitslosenhilfe rund 60% vom letzten Einkommen sonst bekommen hätte. Und das soll jetzt zumindest 400 Dollar sein, sowas Joe Biden wird. Das sind jetzt so, und da blockiert dann jetzt der republikanisch kontrollierte Senat, kommen wir gerne mal dazu,
Ich wollte jetzt nur so sagen, um mal ein bisschen auch den 6. Januar, diesen Putsch und so weiter, ein bisschen ein bisschen anzufangen, so einzuordnen in die Debatte. Und ich glaube, es ist wichtig, da nochmal vielleicht zu versuchen, genau zu sein, was passiert ist. Also keine Frage, dass Trump nach dem 3. November, nach dem Wahltag, über Wochen hinweg, über Monate hinweg versucht hat, das Wahlergebnis außer Kraft zu setzen und sich völlig undemokratisch und mit Missachtung von Millionen von Stimmen beim System, das sowieso schon Schwarze benachteiligt, arme Leute benachteiligt, so weiter, da dann nochmal den Wählerwillen massiv zu unterdrücken und sich da als Präsident dran zu behalten. Also da gab es einen Versuch eines, man muss so sagen, eines Putsches oder einer undemokratischen Machterhaltung. So. Das war nur, glaube ich, auch da jetzt dann über Wochen hinweg klar, dass das Establishment, dass die herrschenden Kreise, auch die Minderheit der Kapitalistenklasse, die beispielsweise Trump unterstützt haben, in seinen wilderen Zielen, die haben es überhaupt nicht mitgetragen. Es war klar, dass das Militär in keinster Weise dahinter steht. Es war auch klar, dass selbst solche langjährigen Helfershelfer wie Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer zu dem Zeitpunkt, jetzt Minderheitsführer im Senat, dass die das nicht mitmachen und dass Trump da machen kann, was er will. Die Gerichte, selbst von allen Richtern, die von Trump ernannt wurden, haben das völlig abgeblockt. Da gab es keine Chance, dass es erfolgreich sein würde, und keine Basis dafür. Das war ja ziemlich klar. Auf der anderen Seite gab es am 6. Januar dann bei einer Rallye, zu der Trump aufgerufen hatte, wo Trump zu einem Marsch der Millionen oder einer Million auf Washington DC, also aufs Kapitol, aufgerufen hatte. Da gab es eine große Kundgebung, wo er geredet hat, und dann sind je nach Angaben zwischen 5.000 oder 20.000 Leute zum Kapitol, also den Sitz von Senat und Repräsentantenhaus, gezogen. Und da gab es durchaus einen Kern von organisierten Nazis, die das Ziel hatten, nicht einen Putsch durchzuführen. Das war nicht deren Ambition. Aber durchaus zum Beispiel Geiseln zu nehmen, linke Abgeordnete umzubringen, ähnliches. Wird man noch mehr herausfinden über die nächsten Wochen, wie ernsthaft das war. Aber das war durchaus gefährlich. Das war aber meiner Meinung nach jetzt kein Putsch in dem Sinn. Die hatten nicht das Ziel und die Ambition oder irgendeine Chance, da die Macht zu übernehmen, sondern ja, da ging es um eine gewisse Stärke. Und das, was die Faschisten, also organisierte Nazis, über die letzten Jahre mit dem Rücken aufgebaut haben, da nochmal eine gewisse Stärke zu zeigen und weiter aufzubauen. Ich glaube trotzdem, dass man sagen muss, dass diese Nazis, auch wenn die zahlenmäßig angestiegen sind, dass sie sehr wenig Basis in der US-Gesellschaft haben, dass die Hauptstütze von Trump so ein rechter Populismus, White Supremacy, also extremer weißer Rassismus, bis hin zu milderem Rassismus, reaktionäre Vorstellungen, rechter Populismus, der auch von der Tea Party davor, dem rechten Flügel der Republikaner, der propagiert wurde. Das war eher so die Massenbasis von Trump, vielleicht zur Einordnung. Da ist nur auch jetzt die Debatte drüber, spricht jetzt vom Putsch, ist jetzt die Hauptgefahr von rechts, dass die Faschisten da jetzt aufbauen, dass die Faschisten da jetzt eine größere Rolle spielen? Oder was ist da jetzt eigentlich die Dynamik? Das ist eine Debatte, die ich jetzt ein bisschen so verorten würde, dass die Kräfte, die davor schon eigentlich nicht so arg viel mit den neuen Linken anfangen konnte, also mit den 85.000 Mitgliedern, die jetzt die DSA haben, die sich sozialistisch bezeichnen, für Marxisten jetzt wahrscheinlich eher Reformisten, Linksreformisten, reformistische Sozialisten sind in ihrer Mehrheit, aber auch marxistische Gruppen mit beinhalten. Die Kreise auf der Linken, die da eigentlich wenig mit anfangen konnten und sich jetzt auch nicht so arg in die Debatten dort eingemischt haben, und da davor schon eher also so den Fokus darauf hatten, jetzt gegen Trump und die faschistische Gefahr zu kämpfen, die betonen jetzt sehr, dass das im Vordergrund stehen müsste. Und andere haben da eine andere Ausrichtung,
Ich zähle da eher zu den anderen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie die Gefahr, die von diesen faschistischen Gruppen ausgeht, kleinreden will. Ich glaube, gerade weil die eigentlich gesellschaftlich in der Luft hängen, sich aufgebaut haben, Stärke beweisen wollen, jetzt ein Stück weit in der Luft hängen nach Trump, das ist sehr gefährlich. Da kann jetzt auch, die sind ja bewaffnet, da kann es jetzt auch zu Anschlägen und Morden und Ähnlichem kommen. Das ist wirklich real. Aber gesellschaftlich glaube ich, dass die, wie gesagt, eher in der Luft hängen und dass eine andere Dynamik stattfindet. Das finde ich jetzt auch nach dem 6. Januar recht klar. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber fand jetzt so ein bisschen, wenn ihr euch erinnert, in der Türkei mit dem Putsch gegen Erdogan und dann dreht er das in so einen totalen Gegenputsch. Wenn ich jetzt mal als kühne These so in den Raum stellen, um so ein bisschen Blick zu öffnen. Also dieser Putsch von rechts oder dieser Unruhen von rechts, diese Stürmung des Kapitols, die hat eine Dynamik losgetreten, wo das Establishment eigentlich ziemlich schnell drauf aufgesprungen ist und so diese Gegenbewegung dargestellt hat. Die Demokraten reden jetzt von den heiligen Hallen der Demokratie, die da gestürmt wurden, wo man jetzt so eine neue, zurück zu so einer Normalität müsste und so weiter. Also die Rückkehr zur Normalität, die Joe Biden von Anfang seiner Wahlkampagne an versprochen hat, die war nicht populär. Die Leute wollten Trump loswerden. Viele haben dann auch in den Vorwahlen von Biden gestimmt, weil sie dachten, das ist die beste Chance, die wir haben, Trump loszuwerden. Finde ich total verständlich auch. Ich glaube nicht, dass das die richtige Einschätzung war, aber das war so die Dynamik. Aber so eine Rückkehr zur Normalität von den Obama-Jahren, die Jahre, die eigentlich auch den Boden bereitet dafür haben, dass Trump rankommen konnte, das war nicht arg populär. Bei Umfragen jetzt, wie populär der Kongress ist, also Kongress bestehend aus Senat und Repräsentantenhaus, ist seit Jahren diese total niedrige Zustimmungsraten, diese Krise kapitalistischer Institutionen, ist da absolut erfasst. Die drückt sich da aus. Jetzt wird es so umgedreht, dass plötzlich das Kapitol, also Kongress und so, sind die heiligen Hallen der Demokratie, da müssen wir jetzt so die Autorität aufbauen, zurück zur Normalität. Das gibt Joe Biden ein Stück weit mehr Raum, mehr Handlungsspielraum, als er davor hatte. Und ich glaube, es ist eine Dynamik, die wir jetzt auch in der DSA spüren, wo es eine gewisse Konsolidierung gibt der Leute, die jetzt auch ganz stark auf die Demokraten orientieren, wo die Debatten über einen Bruch mit der Demokratischen Partei aktuell, glaube ich, ein bisschen komplizierter sind. Wenn ich Zeit habe, gehe ich danach nochmal drauf ein und dann können wir in die Diskussion darauf zurückkommen. Das ist, glaube ich, so das Pendel, das da hin und her schwingt. Ich finde, da ist eine größere Gefahr. Um es mal platt zu sagen, die größte Gefahr, dass Rechtspopulisten wie Trump und nächstes Mal vielleicht mit einem klügeren Anführer wieder drankommen, nach 4 Jahren Biden, die größte Gefahr davon ist, dass jetzt Biden eigentlich so eine Establishment-Politik betreibt und die Hoffnungen von den Leuten, schwarzen Leuten, People of Color, LGBTQ, den Leuten der Arbeiterklasse, die eine Veränderung wollen, dass das erneut in Resignation umschlägt. Da ist aber auch eine Gefahr dabei, wo ich finde, dass gerade eben die Linke ein bisschen mit kämpft. Also es gibt so zwei Reaktionen. Auf der einen Seite, ja, zum Glück ist Trump weg. Jetzt muss man mal Biden ein bisschen Zeit lassen. Das ist eher so eine Masse der Bevölkerung auf der Linken. Das sind jetzt weniger organisierte Linken, wie auch in der DSA. Aber das ist natürlich da und hat auch einen gewissen Einfluss. Und nach diesen krassen Bildern von dem 6. Januar ist es nochmal verstärkt, wie ich gesagt habe. Auf der anderen Seite gibt es so einen Reflex, der mehr auch in der radikalen Linken, ja, was jetzt zurückkommt, ist so neoliberale Normalität. Und das passt gerade eben nicht so richtig darauf, was Biden eigentlich macht. Also ich habe dieses massive Investitionsprogramm angesprochen, 1,9 Milliarden. Es gab so einen Deal in der Wahlkampagne mit Bernie Sanders, dass Joe Biden 15 Dollar Mindestlohn pro Stunde unterstützt. Jetzt gibt es den Vorschlag, das über 4 Jahre gestreckt einzuführen. Der Mindestlohn US-weit gerade, also der Bundesmindestlohn, nicht jetzt zum Beispiel in der Stadt in Seattle, so über 15, weil die Bewegung das gewonnen hat. In Einzelstaaten ist er auch, in Kalifornien ist er 15, aber jetzt bundesweit liegt er bei 7,25 Dollar.
Und für Leute, die zum Beispiel in Restaurants arbeiten und Trinkgeld bekommen, ist so bei zwischen 2 und 3 Dollar. Alles das soll auf 15 Dollar angehoben werden über 4 Jahre. Ist jetzt natürlich völlig richtig, kritisieren, warum 4 Jahre und so weiter. Aber das ist ein Riesenschritt und das kündigt ja gerade eben an. Und da ist halt, das passt jetzt nicht so in das Muster, dass Biden jetzt einfach nur eine Rückkehr zum Neoliberalismus verkörpert. Ich glaube, dass die herrschende Klasse in den USA andere Interessen hat. Also die wollen die Wirtschaft rausführen aus der Covid-Krise. Die wollen diese Ankurbelung der Konjunktur weiter betreiben. Die haben ein Interesse, auch eine Abkehr von internationaler Politik, von Neoliberalismus, also jetzt diese Fokussierung auf China, Konflikt mit China und so weiter voranzutreiben und da eher Trump'sche Außenpolitik fortzusetzen. Dafür steht jetzt auch Joe Biden. Ein gewisser Protektionismus, also gestern oder vor 2 Tagen hat Joe Biden jetzt so einen Erlass unterzeichnet, Buy American, dass jetzt die Bundesbehörden vor allem von amerikanischen Anbietern kaufen sollen. Ist vor allem ist ein bisschen Symbolpolitik, aber geht in der Art darüber hinaus, was Trump schon gemacht hat. Da gibt es Verschiebungen. Ich glaube aber auch, dass sich da jetzt so der Druck von links, die Ansteigen von linker Bewegung auch ausdrückt. Da gibt es jetzt auch Debatten auf der Linken. Ja, heißt es jetzt, dass Joe Biden da, also dass die herrschende Klasse sich vor den Pitchforks, den Heugabeln fürchtet? Es geht zurück darauf, dass der Milliardär Nick Hanauer hier in Seattle, der hat sich vor ein paar Jahren, als die Debatte ging um den 15-Dollar-Mindestlohn, hat er gesagt, ja, hey, entweder wir geben den Leuten 15-Dollar-Mindestlohn oder die kommen mit den Heugabeln und machen eine Revolution. Also ist es so, manche auf der Linken argumentieren so, ich glaube jetzt, dass die Angst vor einer Revolution und den Heugabeln auch nicht so ausgebreitet ist bei der herrschenden Klasse. Aber es gibt einen Druck von links, auf den so jemand wie Biden reagieren muss, wo das halt ein bisschen vielleicht weniger mechanisch ist als Revolution oder nicht Revolution, aber trotzdem sich so Verschiebungen in der Erwartungshaltung von Millionen von US-Amerikanern auch ausdrücken. Wo sich dann strategische Fragen jetzt eigentlich für die Linke ergeben, also wie geht man mit dieser neuen Biden-Regierung um? Dank dieses Umschwungs nach dem 6. Januar gibt es ein bisschen mehr Offenheit für, oh ja, zurück zur Normalität. Dank dieses massiven Investitionsprogramms, das Biden vorschlägt, gibt es auch mehr Unterstützung. Es gibt Vorschläge, auch Gewerkschaftsrechte wieder auszuweiten. Die NLRB, das ist so die Arbeitsbehörde hier in den USA, also das ist die oberste staatliche Schlichtungsstelle für gewerkschaftliche Fragen. Da hat Biden jetzt alle Trump-Leute geschasst, setzt neue Leute ein. Da ist auch ein Druck aus den Gewerkschaften da. Also da tut sich was. Wie weit geht das? Ich glaube, das ist auch ein bisschen offen jetzt so vom Druck der Verhältnisse. Die Republikaner haben eine Mehrheit die Republikaner haben keine Mehrheit im Senat. Die Demokraten haben formal eine Mehrheit im Senat, aber es gibt eine Sperrminderheit, wenn man mehr als 40 Leute, also mehr als 40%, 40 Leute im Senat haben und die Republikaner haben mehr 50 wie die Demokraten. Die Demokraten haben dann die Vizepräsidentin, die da als die, dann das Zünglein an der Waage ist. Dann kann man aber mit 40 Leuten kann man eigentlich alles blockieren. Es sei denn, die Demokraten ziehen durch und schaffen eben diesen Filibuster, diese Blockade ab. Da haben jetzt aber schon 2 der 50 demokratischen Senatoren gesagt, sie machen das nicht mit. Die Republikaner behalten da also ihre Möglichkeit, alles zu sabotieren, alle größeren. Wie geht man da um? Wie gehen die Demokraten damit um? Das sind jetzt auch ein bisschen lebendige Auseinandersetzungen, wo Druck von links da ist, wo die Linke sich darauf beziehen kann, wo es interessant ist, wie Bernie Sanders da jetzt agiert und so Mechanismen ausnutzt, um jetzt zu versuchen, dieses 1,9 Milliarden Investitionsprogramm durchzudrücken. Und
das sind ein bisschen neue Herausforderungen für die Linke, wie man da gewonnene Positionen, wie die Sitze von, also die Squad war ja vorher Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, zwei andere, jetzt haben die mehrere Abgeordnete dazu gewonnen im Repräsentantenhaus. Wie nutzt man das? Wie übt man auch Druck auf Bernie Sanders oder auf die aus? Da gab es so einen Versuch, es hieß Force the Vote, da haben Linke versucht, die Druck auszuüben auf Alexandria Ocasio-Cortez, AOC und die anderen von der Squad, dass sie sagen, wir unterstützen Nancy Pelosi nicht als Sprecherin vom Haus. Ohne die Stimmen der Squad kann Nancy Pelosi nicht die Sprecherin im Repräsentantenhaus werden. Wir fordern AOC und die anderen auf, nur für Nancy Pelosi zu stimmen, wenn es eine Abstimmung zu Medicare for All gibt. Also zu kostenloser Gesundheitsversorgung für alle. Und das ist AOC an anderem ist zurückgewiesen, weil es klar war, dass die Abstimmung verloren geht. Das wäre rein symbolisch gewesen. Die haben die Hoffnung, dass man dann mittelfristig anders Dinge durchführt, wie zum Beispiel Druck ausübt für diesen 15-Dollar Mindestlohn. Aber es sind Debatten über der Linken, wie weit geht man jetzt mit der Forderung, da dann auch zu brechen, diese knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus, die knappe Mehrheit im Senat zu nutzen, um dann auch von linke Positionen Druck zu machen. Wie weit ist man da erpressbar und folgt dann so der demokratischen Mehrheit? Da eröffnet sich Debatten. Ich habe jetzt bisher ein bisschen was über die DSA gesagt und habe in der Vergangenheit, glaube ich, auch mit euch da über die DSA betont. Aus meiner Sicht ist das wichtigste Erbe aus der Trump-Zeit, dass die DSA von rund 5.000, 6.000 auf 85.000 Mitglieder angewachsen ist, eine klare Linkswende hingelegt hat bei den Bundeskonferenzen 2017 und 2019. Also mit dieser alten Führung der DSA, die so linke Pressure Group für eine Sozialdemokratisierung der Demokraten war, gebrochen hat und da auch die Absicht erklärt wurde, eine neue Arbeiterpartei in den USA aufzubauen, aber nicht jetzt. Das ist eine absolute Mehrheit der DSA, die Demokraten nicht leiden kann, eine Arbeiterklasse-Alternative will, eine Unabhängigkeit will, aber es sich gezwungen sieht, jetzt bei den Wahlen wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez auf dem Ticket des kleineren Übels anzutreten. Und man das quasi akzeptiert und dann wird das so Dirty Break-Strategie genannt. Also eine Strategie, dass man eben nicht heute klar brechen kann, sondern dass man mit diesen Positionen für einen zukünftigen, auf so einen zukünftigen Bruch hinarbeitet. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen umstrittener. Es gibt dieses Jahr wieder eine Bundeskonferenz im August 2021. Die Debatten haben begonnen im Vorfeld dieser Konferenz. Das wird spannend. Es kann ein bisschen komplizierter werden für die Linke innerhalb der DSA in den Debatten um so einen Bruch, dirty, schmutziger Bruch oder glatter Bruch oder was auch immer. Aber mit dieser Stimmung, die gerade eben existiert gegenüber Joe Biden und es in der Gesellschaft ausdrückt und dann eben auch auf die DSA. Es gibt aber auch eine Programmdebatte, es ist zum ersten Mal seit 2017, also seit dieser Linkswende, dass die DSA ein neues Grundsatzprogramm vorlegen will. Der Entwurf war versprochen für Mitte Januar, haben wir jetzt noch nicht bekommen, aber das ist zumindest eine spannende Debatte, die auch Möglichkeiten öffnet für die Linke. Können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Wollen wir mal kurz halten. Wenn ihr mir noch... Ich kann mal hier eine Zäsur machen und ich kann noch ein bisschen was zu Betrieb und Gewerkschaft sagen. Ist das okay, wenn ihr ein bisschen was zu Betrieb und Gewerkschaft sagen? Ja, okay. Also, die Zahlen von gewerkschaftlicher Organisation in den USA sind auf einem historischen niedrigen Niveau. In der Privatwirtschaft sind 6% der Leute organisiert, im öffentlichen Dienst vielleicht 11%. Das sagt nur nicht so viel aus, weil die Unterschiede so groß sind zwischen den verschiedenen Staaten. Also ich lebe hier in Seattle, liberales, linkes Mekka. Trump hat ja auch 2016 hier 8% der Stimmen bekommen. Und die Gewerkschaften, das fühlt sich für mich hier an, ein bisschen wie in Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin. Also hier ist Boeing, in Stuttgart war es Mercedes-Benz, aber hier Boeing mit einer total starken Gewerkschaft. Dann gibt es den öffentlichen Dienst, der gut organisiert ist.
Ich war in Deutschland, in Stuttgart, Personalrat und Vertrauensmann in der ÖTV, im Jugendamt Stuttgart. Hier bin ich in der Lehrergewerkschaft. Die Lehrergewerkschaft ist bundesweit eine der größten. Ist total gut organisiert hier. Das sind 100% der Leute hier. Dann 100% der Lehrerinnen, Lehrer und der anderen Schulbeschäftigten sind in einer Gewerkschaft. Die machen gute Politik, auch also antirassistische Politik in den Tarifrunden, um die Unterstützung an der Bevölkerung auszuweiten, auch für die Frage von Lohnerhöhungen und so weiter. Verbindet man das mit den Fragen von Überwindung von Rassismus in Schulen, gleiche Schulbedingungen in allen Bereichen und so weiter. Also, ihr könnt das ein bisschen ausführen, aber das ist total lebendige Gewerkschaft und eine Stärke, die es hat. Und das auch in den ganzen Großstädten. Die ganzen Großstädten werden von der Demokratischen Partei kontrolliert. Von den 10, 20 größten Städten gibt es meines Wissens keinen einzigen republikanischen Bürgermeister, Bürgermeisterin im Moment. Der Stadtrat hier, zum Beispiel in Seattle, das sind nur 9 Leute, 8 Demokraten und eine Sozialistin, Schermeister Wand von Socialist Alternative. Da gibt es eine total enge Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Demokratischer Partei. Also der größte Teil in einem Wahlkampf, wo Leute dann Hausbesuche machen, von Tür zu Tür gehen, die Wählerinnen und Wähler besuchen. Ein ganz großer Teil dafür in den Großstädten, in den linken Bastionen, sind organisierte Gewerkschafter. Also ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl setzen sich die Hauptamtlichen von den SEIU Locals hier, den örtlichen Behörden, zusammen und machen einen Plan, wie sie die Hausbesuche für die Demokratische Partei organisieren, um die Demokraten gewählt zu bekommen, um dann nämlich Versprechungen zu bekommen, was die Demokratische Partei machen würde, um dann regelmäßig enttäuscht zu sein. Dass da halt nur ein paar Krumen abfallen. Aber das sind auch wiederum lebendige Kämpfe, wo es dann ordentlich Zugeständnisse gibt. Jetzt mal sehen, was bei beiden rauskommt. Natürlich nicht das, was Sozialistinnen und Marxistinnen und Marxisten wissen, was drin ist, aber es ist jetzt nicht so schwarz und weiß. Auf der anderen Seite hat man hier, ich habe jetzt über die liberalen Großstädte und über die liberalen Staaten geredet. Auf der anderen Seite hat man Staaten im Süden der USA vor allem. Die Hälfte der Staaten mit einer scharfen Anti-Gewerkschaftsgesetzgebung, wo zum Beispiel im öffentlichen Dienst Streiks illegal sind, Gewerkschaften marginalisiert werden, wo man dann im Jahr 2018 diese Red State Revolt hatten, also Lehrerinnen und Lehrer, Schulbeschäftigte zusammen, die in Staaten, wo es illegal für die war, zu streiken, wo die Gewerkschaften total schwach waren, aber wo nach Jahren neoliberaler Anti-Bildungspolitik, die Schulen so ausgedünnt waren, die Lage so dramatisch war, dass es da zu Massenstreiks kam, für dramatische Lohnerhöhungen, für bessere Bildungsausstattung, auch so ein Schulterschluss zwischen den Forderungen von Familien nach Schulen, die irgendwie die Bedürfnisse der Kinder erfüllen und den Forderungen von Lehrern und Lehrerinnen. Aber das ist so organisiert auf der totalen Grundlage von Schwäche der Gewerkschaften, statt durch die Gewerkschaften waren es dann Facebook-Gruppen, die das da organisiert haben und wo es so einen Ausbruch gab. Jetzt haben dann da ein Teil der Linken die große Trendwende gesehen, dass das jetzt eine neue gewerkschaftliche Offensive wäre und so. Trotzkistische Gruppen haben dann gesagt, ja, das ist jetzt wie Minneapolis 1934. Der Dammbruch und dann, also 34, ein paar Jahre später, gab es ein CIO. Naja, das war, glaube ich, nicht so vergleichbar. Ich will die Bedeutung nicht runterspielen, aber die Frage so von einer Trendwende in Gewerkschaften, glaube ich, dass es frühestens nach der jetzigen tiefen Konjunkturkrise, wenn auch ökonomisch die Sachen sich jetzt wieder ein bisschen verändern, langsam anders wird, wo ich glaube, wichtige Anzeichen da sind. Also bei diesen Lehrerstreiks oder Schulbeschäftigtenstreiks haben Sozialistinnen und Sozialisten, auch gerade aus der DSA, von diesem neuen sozialistischen Milieu und sozialistisch mit allen schönen Farben, was uns gefällt und was uns vielleicht weniger gefällt, so, die haben eine Schlüsselrolle gespielt. Es gibt Versuche von DSA-Leuten, zum Teil ein bisschen verkopft, da in die Betriebe reinzugehen, Gewerkschaften aufzubauen, so von außen die Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung wieder aufzubauen. Ich glaube, es ist also
In Deutschland in den 60er oder 70er Jahren, das hat auch nicht immer geklappt, wenn irgendwelche K-Gruppen da reingegangen sind in Betriebe. Aber Opel Bochum oder die Alternative bei Daimler Stuttgart waren trotzdem Errungenschaften davon. Ich würde es mal, die Unterschiede sind krass. Ja, die Leute in den 60er, 70er Jahren hatten ein höheres marxistisches Niveau bei allen Unterschieden von Maoismus und so weiter. Das ist natürlich heute total niedrig. Aber dass so Sozialistinnen, Leute, die das System in Frage stellen, da eine Rolle spielen, so da reingehen und von einem total niedrigen Niveau aus versuchen, die Sachen wieder aufzubauen, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, aber das ordnet es auch ein bisschen ein. Das hat dann weniger mit Neapolis 1934 zu tun, als vielleicht zu so den ersten Anfängen der Arbeiterbewegung. Das ist auch ein hinkender Vergleich, ist mir klar, aber versuche es mal kurz zu halten hier. Da ist Hoffnung. Ich bin da optimistisch, aber wir sind weit entfernt. Also es gab dann so Zahlen, ja, die Zahl der Streiks war 2018, 2019 wegen dieser Red State Revolt höher als seit 1980. Aber wenn man die Zahlen sich näher anguckt, ja, also wir hatten bis 1980 gab es kaum ein Jahr, wo weniger als 400 Streiks mit mehr als 1000 Beteiligten da waren. Und dann 2018 ist die Zahl der Streiks mit mehr als 1000 Beteiligten, die ist von 7 auf 18 angestiegen. Also davor, vor 1980, mehr als 400 im Jahr, Minimum, und jetzt von 7 auf 18 angestiegen. Es geht mir jetzt nicht darum, das klein zu reden, aber es geht mir auch darum, ein bisschen so Proportionen zu wahren und ein bisschen so mittelfristig zu sehen, wo man hingehen kann. Und trotzdem, also jetzt auch Labour Notes, was ja auch von Solidarity hier über Jahrzehnte aufgebaut wurde in den USA. Die hatten dann einen Kongress 2019, sorry, 2018 war der letzte Labour Notes Kongress. Ja, ich krieg's durcheinander. 2019, ganz sicher 2019. Der hatte davor, 2017 waren da vielleicht 500 bis 1000 Leute, 2019 waren da 3000 Leute. Und vor allem dann von dieser neuen Schicht von Sozialistinnen und Sozialisten, junge Leute, das ist ein Aufbruch. Lass mich ganz kurz sagen: BLM, Black Lives Matter, habe ich jetzt sehr kurz gehalten. Es war natürlich die Bewegung letztes Jahr, aber da gibt es jetzt auch enorme Schwierigkeiten. Es geht nicht einfach so weiter. Der Niedergang der Bewegung führt zu Fragen dann, wo sehr viel auch von Frustration sich dann in einer vielleicht auch sehr in der Debatte niederschlägt, die dann sehr von Identity Politics, Identitätspolitik geprägt ist. Wir könnten in der Diskussion dann nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Das ist immer ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Da können sich neue Bewegungen raus ergeben, aber ist aktuell gerade eben nicht so am Brodeln in einer aktiven Art und Weise. Ist natürlich trotzdem ein Schlüsselthema, wie der tiefgehende Rassismus hier in den USA bekämpft werden kann. Es gibt Debatten auf der Linken, wie man sich zu Reparationszahlungen verhält und so weiter. Können wir in der Diskussion vielleicht nochmal drauf eingehen. Und auch die Frauenbewegung war traditionell jetzt über die letzten Jahre total wichtig. Gab es einen totalen Rückschlag mit dem, wie zynisch die Demokraten im Wahlkampf mit der MeToo-Bewegung gegangen sind, wo ein Jahr vorher bei der Vereidigung von Brett Kavanaugh vom Supreme Court MeToo total Schlüssel war. Und als es ernsthafte, seriöse Anschuldigungen Joe Biden gab, sind die einfach weggewischt worden. Das hat die Bewegung zurückgeworfen, aber auch da gibt es weitere Angriffe als Erbe von Trump, dieser reaktionäre Supreme Court, oberste Bundesverfassungsgericht sozusagen, mit seinen Mehrheiten, kommende Angriffe auf Abtreibungsrechte über das hinaus, was jetzt schon da ist. Das ist Grundlage für Bewegungen, da wird sich was tun. Können wir vielleicht auch nochmal in der Diskussion darauf eingehen.